Oh, heute ist wieder ganz schlimm. Mein Nacken, meine Schulter, mein Hals, alles total verspannt. Keine Ahnung, ob ich irgendwie schlecht gelegen habe oder irgendwie einen Kältezug abbekommen habe. Boah, echt nervig. Ja, jeder kennt sie wahrscheinlich. Nackenverspannungen mit diesem Video ganz einfach lösen. Und damit herzlich willkommen auf dem YouTube-Kanal von Online-Trainer-Lizenz. Ich bin der Lukas, schön, dass du wieder dabei bist. Heute mal mit einem etwas anderen Video, nicht zu einer Ausbildung, nicht zum klassischen Krafttraining und Muskelaufbau, sondern heute mal ganz einfach Nackenverspannungen lösen. Jeder kennt es, Nackenverspannungen. Hier oben der Bereich, ja, ein beliebter Bereich, wo sich Verspannungen gerne mal ansammeln, wo sich Verspannungen sich bequem machen. Bevor ich dir jetzt gleich ein paar ganz einfache Übungen mitgebe, mit denen du die Nackenverspannungen lösen kannst, schauen wir uns kurz noch an, was denn die Ursachen von Nackenverspannungen sind. Ja, und Verspannungen treten auf durch anhaltende Spannung in der Muskulatur. Durch diese anhaltende Spannung in der Muskulatur entstehen Durchblutungsstörungen und Sauerstoffunterversorgung. Ja, und das ist dann wird häufig begleitet durch Schmerzen in diesen Bereichen. Diese können sogar ausstrahlen bis zum Beispiel in den Arm oder Kopfschmerzen verursachen. Sicher kennst du das auch. Und Ursachen dieser häufigen Verspannungen sind meist Fehlhaltungen. Gerade zu Zeiten des Homeoffice, wenn der Arbeitsplatz auch nicht optimal eingerichtet ist, was die Körperhaltung betrifft und man sitzt lange, stundenlang in einer Fehlhaltung bzw. in einer Haltung, in einer Position, in der man sich wenig bewegt. Aber nicht nur im Homeoffice, sondern auch zum Beispiel auf langen Autofahrten, Flügen in der Bahn, da wo wir lange in Positionen verharren, uns wenig bewegen und oft eben auch Positionen einnehmen, die nicht ganz so gesund sind, beziehungsweise halt dann Verspannungen einfach fördern. Dort können dann auch ganz häufig natürlich solche Nackenschmerzen und diese dauerhafte Spannung in der Muskulatur auftreten. Und häufig ist es dann so, um den Schmerz zu lindern, weichen wir so ein bisschen aus, nehmen Schonhaltungen ein. Häufig machen diese Schonhaltungen das Ganze aber nicht besser, sondern langfristig wird die Verspannung dadurch noch gefördert und das Ganze wird schlimmer. Und ja, das Ganze ist dann wie so ein Teufelskreis. Wir haben Verspannungen, nehmen Schonhaltungen ein, durch die Schonhaltungen wird die Verspannung mehr und das Ganze schaukelt sich hoch. Du kennst es vielleicht, deswegen bist du vielleicht auch hier. Starten wir doch direkt mit Übungen, um diese Verspannungen so ein bisschen zu lösen. Wir starten erstmal mit Übungen, die ohne Equipment möglich sind. Ich stelle mich jetzt einfach hier hin, ich bleibe hier stehen, mach die Übung vor, melde mich per Voice-Over bei dir. Mach gerne mit, brauchst wie gesagt kein Equipment dazu. Los geht's, Übung 1, das Schulterkreisen, der Klassiker, ganz, ganz einfach. Lasse die Arme im Stand locker neben dir hängen, der Blick ist nach vorne gerichtet. Kreise beide Schultern ca. 20 Mal gleichzeitig nach vorne. Mit jeder Wiederholung können die Kreise größer werden, sodass du die Schultern weit nach oben ziehst. Anschließend kreist du 20 Mal in die andere Richtung. Achte darauf, dass Arme und Schulter entspannt bleiben. So, Schulterkreisen haben wir erledigt. Easy going, oder? War ja nicht schwer. Die nächste Übung ist auch ganz einfach, und zwar der Blick zur Seite. Diese Übung kannst du im Sitzen oder im Stehen ausführen. Richte den Blick geradeaus nach vorne, drehe nun den Kopf langsam zur Seite, als würdest du einem vorbeifahrenden Auto nachschauen, ohne dass sich der Rest des Körpers mitbewegt. Komme langsam wieder in die Ausgangsposition und drehe nun den Kopf langsam zur anderen Seite. Wichtig ist, dass die Drehung langsam und kontrolliert ausgeführt wird. Blick zur Seite, auch eine ganz einfache Übung. Weiter geht es mit der Dehnung des Nackens. Auch diese Übung kannst du sowohl im Sitzen als auch im Stehen ausführen. Verschränke deine Hände hinter dem Kopf und bringe anschließend deine Ellenbogen nach vorne. Senke mit leichtem Druck der Hände den Kopf nach unten, sodass dein Blick im Stehen auf die Füße gerichtet ist. Deine Hände verstärken die Dehnung leicht. Achte darauf, dass dein Oberkörper aufrecht bleibt. Halte die Position einen Moment und komme danach wieder in die Ausgangsposition zurück. Übung Nummer 4, Dehnen des seitlichen Nackens, hier die seitliche Muskulatur, Hals, Nacken, Schulter. Beginne wieder im Sitzen oder Stehen. Greife mit deiner rechten Hand über den Kopf hinweg zum linken Ohr. Neige den Kopf nun seitlich zur rechten Schulter. Die rechte Hand verstärkt den Druck leicht. Achte darauf, dass der restliche Körper aufrecht bleibt. Einen Moment halten, langsam in die Ausgangsposition zurückkommen und die Seite wechseln. Das sind jetzt mal 4 Übungen ohne Equipment. Die kannst du wirklich ganz einfach umsetzen, wenn du im Homeoffice bist, wenn du im Büro bist, in der Mittagspause, ganz egal. Die nächsten Übungen sind jetzt noch mit Hilfsmittel.
Wenn du diese Hilfsmittel daheim hast, dann mach da auch gerne mit. Was du dafür brauchst, ist eine Black Roll und einen Faszienball. Wenn du keinen Faszienball hast, kannst du das Ganze auch mit einem zum Beispiel Tennisball versuchen. Übung 1. Nackenmassage mit der Black Roll. Beginne in Rückenlage, platziere eine Black Roll im Nacken, lege die Hände entspannt auf dem Bauch oder neben dem Körper ab und stelle die Füße auf. Drehe den Kopf abwechselnd langsam von links nach rechts. Führe anschließend in gleicher Ausgangsposition nickende Bewegungen durch. Auch diese sollten langsam und kontrolliert sein. Übung 2. Nackenmassage mit dem Faszienball. Für den Nacken eignet sich ebenfalls ein Faszienball, um Verspannungen zu lösen. Stehe dafür mit dem Rücken zur Wand. Klemme den Ball auf Höhe der verspannten Körperpartie dazwischen und führe leichte kreisende Bewegungen durch. Verspürst du verhärtete Stellen, solltest du den Druck leicht erhöhen. Ja, so viel mal zu Nackenverspannungen lösen. Ich hoffe, die Übungen helfen dir. Gib mir gerne Feedback unten in den Kommentaren. Ein Daumen nach oben, ein Abo, ein Aktivieren der Glocke und check die Videobeschreibung ab. Ich kann dir das kostenfreie Beratungsgespräch von Online-Trainer-Lizenz nur ans Herz legen. Bilde dich weiter im Bereich Fitness, Sport, Gesundheit und mach dein Hobby vielleicht auch zum Beruf und lass dich erstmal kostenfrei von den Experten beraten. Dann siehst du, wie es für dich weitergeht. Danke fürs Zuschauen. Bis zum nächsten Video hier auf dem YouTube-Kanal von Online-Trainer-Lizenz.